habe so viele Jahre jetzt immer dieses Hoffen, Bangen, Erwarten, enttäuscht werden, immer diese Achterbahn der Gefühle erlebt. Und dann habe ich gedacht, ich will es jetzt nicht mehr, jetzt ist Schluss. Die war quasi von der Schulter bis zum Knie, war wie wenn einer mit dem Messer hier eingeschnitten hätte. Und alles, was darüber lag, war vollständig verbrannt, ohne Haut. Und alles, was hier rüber war, war ganz intakt. Mhm. Ja, ich konnte das aber nicht spüren, weil die Nerven nicht funktionierten. Ich kann mich erinnern, dass wir auf Mülldeponien zum Beispiel Zahnpastareste gesucht haben, und das war so unsere Süßigkeit, ne? Wir haben uns dann dahingesetzt und jeder hat da so angefangen, die Zahnpastatuben, so die Reste auszulutschen. Hier ist ERF Yes. Herzlich willkommen hier in unserem Talkwerk. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, und ich freue mich auch sehr über meine drei Gäste heute hier am runden Tisch. Ich beginne mit der Vorstellungsrunde hier ganz außen. Da sitzt Nathalie Schröder. Nathalie ist als Straßenkind in Kasachstan aufgewachsen, hatte einen sehr, sehr schweren Start ins Leben. Eltern waren alkoholabhängig, ihr Bruder gewalttätig. Sie ist dann später ins Kinderheim gekommen und dann nach Deutschland adoptiert worden. Wie sie das alles erlebt hat und ob sie heute Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen konnte, darüber wird sie uns gleich ein bisschen mehr erzählen. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Daneben sitzt Dieter Hesse. Dieter war Stuckateurmeister, hatte das größte Stuckgeschäft in Südwestfalen. 2014 war er mit seinem besten Freund zu einem Gespräch draußen verabredet. Dabei sind die beiden dann von einem Gewitter überrascht worden und sind beide vom Blitz getroffen worden. Was da genau passiert ist und ja, wie das auch dein Leben verändert hat, darüber wirst du uns gleich ein bisschen mehr erzählen. Bin schon sehr gespannt. Schön, dass ich hier sein kann. Und schließlich Uta Owa. Als Uta und ihr Mann ungefähr 2 Jahre verheiratet waren, waren sie bereit, eigene Kinder zu bekommen. Das hat dann eine ganze Weile nicht geklappt. Daraufhin haben sie sich dann Hilfe gesucht von Ärzten. Und darauf ist dann ein sehr, sehr langer, sehr schmerzhafter Prozess gefolgt. Und am Ende habt ihr dann Abschied von eurem Kinderwunsch genommen. Und wie es dir heute damit geht und warum du heute selbst Kinderwunschberaterin bist und Paaren auf ihrem ganz eigenen Weg hilfst, darüber erzählen, wirst du uns jetzt ein bisschen erzählen. Ich freue mich, dass du da bist. Freue mich auch, danke. Uta, du und dein Mann, ihr habt über viele Jahre so eine emotionale Achterbahnfahrt erlebt, ja, in der Hoffnung darauf, ein eigenes Kind zu bekommen. Ihr habt ja wahrscheinlich ganz am Anfang, so in dieser Kinderwunschplanungszeit, habt ihr wahrscheinlich gar nicht damit gerechnet, dass es irgendwie nicht klappen könnte. Wann war denn so der Zeitpunkt, als ihr gemerkt habt, dass es irgendwie doch schwierig ist mit dem Kinderkriegen? Ja, also wir haben eigentlich am Anfang gedacht, oder wir haben nie daran gedacht, dass es nicht klappt irgendwie. Das war gar nicht in unseren Gedanken einfach. Wir haben uns Kinder gewünscht, wir wollten Kinder. Und dann so ungefähr nach einem Jahr, nach eineinhalb, wo es eben nicht geklappt hat, da sind wir dann hellhörig geworden und haben gedacht, irgendwas stimmt nicht. Und dann haben wir uns auch ärztlichen Rat geholt. Was wurde euch da geraten? Wir haben verschiedene Untersuchungen einfach durchlaufen. Da wird einfach geschaut, was sind die Gründe, was kann man machen, kann man Hormone geben, was von den Behandlungen braucht es. Und letztendlich landeten wir dann im Kinderwunschzentrum. Und die haben uns dann empfohlen, eine ICSI, das ist künstliche Befruchtung, weil sie gesagt haben, dass es eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir auf normalem Wege, auf natürlichem Wege Kinder kriegen. Habt ihr darüber nachgedacht, dann so eine künstliche Befruchtung in Anspruch zu nehmen? Ja, das haben wir. Da haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht. Wir haben viel gelesen, wir haben viel miteinander geredet. Wir wussten es wirklich am Anfang gar nicht. Wir waren uns so unsicher. Damals war das auch noch nicht so normal, sage ich mal. Also heutzutage ist das jetzt nicht so ein Tabuthema, aber damals war das schon noch komisch, da zur Kinderwunschpraxis zu gehen. Und wir haben uns letztendlich damals dagegen entschieden, gegen eine künstliche Befruchtung. Wir wollten das nicht. Da gab es verschiedene Gründe. Wir hatten
Respekt vom Leben aus ethischen Fragen, wann beginnt Leben? Also da werden Eizellen befruchtet, die dann eingefroren werden, eventuell verworfen werden. Ist es dann schon Leben oder ist es kein Leben? Also wir konnten auch viele Fragen gar nicht so wirklich beantworten, waren uns unsicher und ich eigentlich aus Respekt irgendwie vor, vielleicht vorm Leben, vor Gott, haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht, das ist uns zu künstlich, zu unnatürlich. Und ein bisschen hat, glaube ich, auch die eigene Angst vor der ganzen Behandlung und ja, eine Rolle gespielt. Ja. Heute, glaube ich, mit dem jetzigen Wissen würde ich vielleicht anders entscheiden. So, mir das jetzt so vorzustellen, so diese Zeit, dieses Hoffen und Bangen jeden Monat, ne, baut sich wieder diese Hoffnung auf, hat es diesmal geklappt, hat es nicht geklappt. Du hast ja dann wahrscheinlich auch öfter mal einen Test gemacht, um zu gucken. Wie war das denn für dich, wenn du gemerkt hast, dass du wieder nicht schwanger bist? Was hat das so mit dir gemacht? Ja, das war furchtbar. Also immer die Hoffnung, also die stieg dann immer an, von Monat zu Monat. Und dann, ja, die Hoffnung war so groß, einfach, dass es diesmal klappt. Und dann zack, runter, wo ich dann wieder gemerkt habe, ich kriege wieder meine Periode, es hat wieder nicht geklappt. Das war einfach so frustrierend und das eben jeden Monat und jeden Monat über Jahre, das war richtig anstrengend. Und dann habe ich mir immer vorgenommen, ja Ute, jetzt hoffst du nicht. Tu nicht hoffen, weil sonst wirst du so extrem enttäuscht. Aber das geht nicht, weil das einfach so der Wunsch aus meinem Herzen war, ein Kind zu bekommen, ein eigenes Kind zu bekommen. Und dann ja, war das einfach so schwierig, diese Enttäuschung immer, die Enttäuschung, die Frustration. Und dann habe ich aber wieder gehofft. Also ich habe nicht hoffen können, das, obwohl ich es mir manchmal vorgenommen habe, weil ich dachte, ja, wenn ich nicht hoffe, dann ist die Enttäuschung nicht so groß. Aber es hat nicht funktioniert. Konntest du da mit irgendjemandem drüber sprechen, dich da anvertrauen? Also am meisten habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen. Und dann muss ich sagen, ich habe mich nicht so getraut und ich habe mich auch ein bisschen geschämt und ich wollte auch nicht so, dass die Leute das wissen. Ich wollte immer so cool sein und so tun, als ob es mir nichts ausmacht. Was ich im Nachhinein jetzt auch nicht als gut ansehe, weil ich glaube, es ist einfach besser, viel offener damit umzugehen. Aber ich habe es zum damaligen Zeitpunkt nicht gut geschafft. Also ich habe es eher also bei mir behalten, in mich reingefressen. Und es gab wenige enge Freunde, denen ich es schon erzählt habe. Aber so im Großen habe ich so getan, als ob alles okay ist. Und wenn mich Leute gefragt haben, ja, und wann ist es bei euch soweit, habe ich gedacht, ach, es hat noch Zeit. Und habe so getan, als ob nichts ist. Gab es da dann auch irgendwann mal so Kommentare, die dich besonders verletzt haben? Ja. Dass Leute dir dann irgendwelche Sprüche gebracht haben, die dich sehr getroffen haben, wo du jetzt gerade selbst in dieser Phase warst? Was wurde da so gesagt von anderen? Ja, also zum Beispiel, ah, schau doch mal die, nehmt euch doch an denen ein Beispiel. Die haben es auch hingekriegt. Oder einfach solche bescheuerten Ratschläge wie, fahr doch mal in Urlaub, dann seid ihr entspannt, dann wird es schon klappen. Oder entspann dich, dann klappt es. Dann ist man gestresst, wenn man sich entspannen soll. So. Ja, genau. Ja. Was würdest du denn sagen, ist hilfreich, wenn jetzt jemand in so einer Phase steckt, ja, der irgendwie unbedingt ein Kind bekommen möchte und das klappt nicht? Was ist denn einfühlsam, was aus deiner Erfahrung, was sagt man denn zu Menschen, die das betrifft, um sie nicht zu verletzen? Ich glaube, wichtig ist es einfach ernst zu nehmen und zu sehen, das ist einfach schlimm und es ist schmerzhaft. Das tut einfach weh, sich so was zu wünschen von seinem Herzen und gerade für die Frauen. Ich meine, wir sind dazu gemacht, Kinder zu kriegen. Sieht man eigentlich am Körper, merkt man jeden Monat, dass wir eigentlich darauf angelegt sind. Und wenn das einfach nicht klappt, das ist so frustrierend und tut so weh. Und das anzuerkennen, hey, das, was dir passiert, dass es bei euch nicht klappt, dass es einfach schlimm ist, das auch zu würdigen und nicht so zu sagen, hätte ich noch nicht so schlimm, das wird schon, jetzt warte, genieß das Leben,
du hast Freiheiten. Also immer dieses Beschwichtigen und Schönreden, das bringt eigentlich nichts, sondern eher zu sagen, hey, ich verstehe deine Trauer, ich verstehe deinen Schmerz und ich habe auch keine Lösung oder keine Antwort auf die Fragen, die in dir sind, weil es sind ja einfach dann viele Fragen, ja warum, warum ich, warum klappt es bei den anderen? Und ja, da gibt es einfach viele Fragen, wo es keine Antworten gibt und das einfach auszuhalten. Ja. Wenn du jetzt wieder gemerkt hast, wahrscheinlich im Bekanntenkreis, ne, dass andere dann auch schwanger werden und Kinder bekommen, wie war das dann für dich, das so mitzubekommen? Bist du dann in den Abgrund dann gefallen? Ja, das war schon, das war echt schlimm. Also, weil da jedes Mal, bei der klappt es, bei der Freundin, vor allem wenn die dann noch jünger waren, dann habe ich gedacht, ja, toll, warum klappt es bei mir nicht? Also, es hat mich total gefrustet. Ich konnte auch manchmal diese Anzeigen für ein Baby, die man dann geschickt bekommen hat, so die Karte, ich habe es manchmal zerrissen, weil ich konnte es nicht aushalten. Also ich, ja, das war einfach schlimm für mich. Und dann dachte ich, ja, bei denen klappt es voll schnell, aber warum klappt es bei uns nicht? Du hast ja dann irgendwann selber auch Hilfe bei einer Kinderwunschberaterin gesucht. Hat dir das was geholfen, diese Beratung? Ja, da ging es mir einfach nicht gut, weil das so viele Jahre dann schon angedauert hatte. Dann habe ich im Internet gesucht und habe eine Kinderwunschberaterin gefunden. Und da bin ich dann hingegangen und es war so gut, weil die auch keine Kinder bekommen hatte. Und dann habe ich mich einfach so aufgehoben gefühlt und verstanden gefühlt. Und die hat nicht erklärt, sondern die hat einfach das so sein lassen, der ganze Schmerz, der Frust, der Neid. All das, was in mir war, hat sie einfach stehen lassen und ich konnte da einfach alle Gefühle dann so zulassen und rauslassen. Das war sehr gut, ja. Du hast jetzt eben auch schon Gott immer mal so ein bisschen angesprochen. Welche Rolle hat Gott denn so konkret in diesem ganzen Prozess für dich gespielt? Also am Anfang hatten wir natürlich gehofft, das war auch so ein bisschen ein Grund, warum wir uns gegen künstliche Befruchtung entschieden haben, dass Gott uns ein Kind schenken wird. Also wir glauben an Gott, mein Mann und ich, und dachten, ja, also Gott ist ja groß, der kann das ja machen. Und dann haben wir gebetet und andere auch gebetet, also nahe Freunde, Verwandte, dass es klappt. Und irgendwie dachten wir, ja, Gott wird es schon machen, der kann noch ein Wunder tun. Und ja, da war so der Glaube groß, die Hoffnung groß, das Vertrauen groß. Und das ist aber von Jahr zu Jahr wirklich, hat es abgenommen, wo es einfach nicht geklappt hat. Von wie vielen Jahren sprechen wir? Also wie lange war das, dieser gesamte Prozess? Das war eigentlich so 8 Jahre. Da war ich so zwischen 32 und 40, so vom Alter, ja. Ja. Also ja. Der Glaube ist dann immer... Ja. Hat auch gelitten dadurch. Ja, und dann hatte ich wirklich eine Phase, wo ich richtig sauer auf Gott war und habe gesagt, also was soll das mit dem ganzen Glauben? War ich echt frustriert auf ihn und habe erstmal dann auch ein bisschen Abstand genommen von Gott und vom Glauben und dachte, es bringt ja eh nichts. Also, ja. Ihr habt euren Kinderwunsch ja dann irgendwann losgelassen. Wir hatten es eben schon mal auch angesprochen. Wann war denn dieser Punkt für dich, dass du so gesagt hast, hier ist jetzt Schluss. Ich kann einfach nicht mehr. Wann war das? Ja, das war so ein bisschen die magische 40. Einfach die biologische Uhr tickt ja dann auch zunehmend. Und dann habe ich so gedacht, so und jetzt reicht's mir. Ich habe so viele Jahre jetzt immer dieses Hoffen, Bangen, Erwarten, enttäuscht werden. Immer diese Achterbahn der Gefühle erlebt. Und dann habe ich gedacht, ich will es jetzt nimmer. Jetzt ist Schluss, weil das einfach auch mich natürlich runtergezogen hat, immer emotional. Und dann bin ich nochmal, ich war dann schon lange Jahre gar nicht mehr, aber dann bin ich nochmal zu meiner Kinderwunschberaterin gegangen, habe gesagt, so, und jetzt will ich Abschied vom Kinderwunsch nehmen, bitte helfen Sie mir. Und dann hat sie im Gespräch gesagt, oh, Frau Ofer, Sie haben noch so viel Hoffnung, ich glaube, das geht noch nicht mit Abschied nehmen. Und es war gut, dass sie das gesagt hat, weil ich habe das natürlich gar nicht so selber wahrgenommen. Und sie hat dann nochmal empfohlen, dass wir, obwohl ich dann schon 40 war, noch mal zur Kinderwunsch
Kinderwunschberatung, zur Kinderwunschpraxis gehen sollen und einfach nochmal gucken, wie sieht es jetzt aus, was ist der medizinische Ratschlag zum jetzigen Zeitpunkt. Und das haben wir dann gemacht und auch nochmal überlegt, ob wir doch nochmal mit einer Behandlung beginnen sollen, um einfach auch später nichts zu bereuen, dass man vielleicht irgendwas unversucht hat haben lassen. Und dann haben wir uns aber da nochmal bewusst auch entschieden, nee, auch so ein bisschen, ja, von dem Alter her dachte ich, oh, ich weiß auch nicht und wie das dann alles wird mit den Behandlungen. Und dann haben wir aber gesagt, nee, wir lassen es einfach, weil dann auch der Schmerz nicht mehr so ganz groß war wie zu Anfang. Und dann haben wir uns bewusst da entschieden, nee. Und dann nach diesem Prozess war es dann möglich, wirklich Abschied zu nehmen. Und da hat auch die Kinderwunschberaterin gesagt, das ist wichtig oder gut, hilfreich, das mit dem Ritual zu machen. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Also sie hat empfohlen, das im Prinzip mit den vier Elementen, Feuer, Wasser, Erde, Luft, Feuer zum Beispiel was zu verbrennen, Erde was zu begraben, Luft zum Beispiel einen Luftballon steigen zu lassen oder Wasser, ein Boot schwimmen zu lassen. Einfach so ein ganz bewusstes Abschied nehmen mit einem bestimmten Ritual. Ja, genau. Und das dann so in Anspruch zu nehmen, sich auch nochmal so bewusst zu verabschieden. Was hat das so mit dir gemacht, dieser Abschied? Ging es dir dann danach besser, nachdem du dich auch bewusst lösen konntest davon? Ja, also das bewusste Abschied nehmen, das war wirklich sehr intensiv. Also da habe ich emotional, ich war so fertig, ich habe so geweint, weil das einfach so, ja, schlimm war, nochmal zu sehen, hey, ich habe so viele Jahre gehofft und es ist so ein Herzenswunsch von mir und er wurde einfach nicht erfüllt. Mhm. Und das war wirklich schlimm. Und dann aber war es gut, nochmal das zu würdigen, auch zu sagen, ja, das ist wirklich ein Wunsch, ist ein berechtigter Wunsch, es war schwierig. Und dann wie zu sagen, okay, und das ist jetzt abgeschlossen, das ist jetzt hinter mir, das möchte ich auch hinter mir lassen. Und ich will einen Blick auf Neues werfen und mich neuen Dingen öffnen. Und danach ging es mir wirklich viel, viel besser. Viel, viel besser, wirklich von Woche zu Woche. Das hat sich da wirklich dann gravierend verändert. Das war irgendwie so ein Prozess, und wo ich dann auch so innerlich Frieden gefunden habe mit dem, was war. Und dadurch habe ich dann letztendlich auch wieder Frieden mit Gott gefunden. Jetzt bist du ja heute selbst Kinderwunschberaterin. Da könnte man sich ja fragen, warum tut sie sich das jetzt an? Nach allem, was sie durchgemacht hat, was sie erlebt hat, sich permanent auch nochmal mit diesem Thema immer wieder zu beschäftigen. Warum machst du diese Arbeit? Ja, das ist eine gute Frage, aber irgendwie habe ich so gemerkt, es hat mir so gut getan, das hat mir einfach so geholfen, dass ich Unterstützung bekommen habe. Es war so hilfreich, dass ich die Gespräche hatte bei meiner Kinderwunschberaterin. Da habe ich gedacht, ach, das möchte ich eigentlich gerne anderen weitergeben, was ich da erlebt habe. Mhm. Und ich wusste, ich kann es aber erst machen, wenn ich selber stabil bin, sonst würde es nicht funktionieren. Und dann habe ich inzwischen auch viele Bücher zu dem Thema gelesen gehabt und habe eine Fortbildung zu dem Thema gemacht und hatte dann auch für mich das Fachwissen, wo ich denke, das brauche ich auch einfach dazu. Ich bin Sozialpädagogin und das passt dann auch. Bist du da nicht trotzdem manchmal so ein bisschen in deine alte Situation zurückversetzt und dass da irgendwie die Trauer nochmal hochkommt oder so? Eigentlich nicht. Also sonst könnte ich es auch nicht. Also für mich ist, ich habe Frieden gefunden. Also ich sage, ich bin eine Frau ohne Kinder. Ich bin wertvoll und wichtig. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, ob ich ein Kind habe oder nicht. Und von daher habe ich Frieden geschlossen damit. Und die Trauer ist vergangen, die war und die kommt auch nicht mehr. Wow. Total schön zu hören, sehr bewegend. Ja. Uta, vielen Dank, dass du da warst, dass du da uns so offen in dieses Thema reingenommen hast.
Wer jetzt vielleicht auch Interesse bekommen hat an deiner Kinderwunschberatung, kann sich ja gerne bei uns melden, dann könnten wir den Kontakt gerne zu dir weiterleiten. Ja, gerne. Danke, schön, dass du da bist. Danke. Wir kommen zu Dieter Hesse. Dieter, der 24. April 2014, das ist wahrscheinlich ein Datum, das du auch nie wieder vergessen wirst, ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre her. Mhm. Du warst damals mit deinem besten Freund zu einem Gespräch draußen verabredet. Dann kam dieses Gewitter und ihr seid vom Blitz getroffen worden. Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, als der Blitz dich getroffen hat? Wie war das? Wie muss man sich das vorstellen? Also an den Moment kann ich mich gar nicht erinnern. Und zuerst nach dem ganzen Ereignis konnte ich mich auch an die letzte halbe Stunde vorher nicht mehr dran erinnern. Aber durch einen Aufenthalt in der Klinik Wittgenstein in der Psychiatrie sind dann einige Erinnerungen wiedergekommen. Wenn einen der Blitz trifft, sag ich mal, kriegt man einfach nichts mehr mit. Das ist so eine Kraft, so eine Gewalt, dass eigentlich alle Nerven im Körper wie abgeschaltet sind. Das ist wie wenn man vielleicht in den Keller geht und den FI-Schutzschalter im Stromkasten rumklickt. Dann ist jeder Strom im Hause aus, so sind dann alle Nerven im Körper abgeschaltet. Man fällt um wie ein Sack. Und ich sag mal, dann fangen einige Nerven halt wieder an zu funktionieren. Und so war es dann irgendwann bei mir, als ich zu mir kam auf dem Feld. Wir waren auf einer Wiese bei einem Gebetsspaziergang. Als ich wieder zu mir kam, merkte ich nur, ich liege unter freiem Himmel, gucke in die Luft. Es ist ein Ström am Regnen, am Gießen, richtig fester Regen. Und ich wusste nicht, ist das jetzt Wirklichkeit, ist es ein Traum? Und wenn es ein Traum ist, ein ganz blöder Traum. Ich hatte zuerst Erstickungsnot. Die Nerven, die quasi den Befehl geben, atmen, die funktionierten schon wieder. Aber die Nerven hier, die die Lunge heben, dass die Luft reinkommt, die gingen noch nicht wieder. Und ich hatte Erstickungsnot, aber irgendwann merkte ich, kam Luft wieder rein. Das waren so die ersten Momente, aber ich wusste gar nicht, was passiert ist. Also stelle ich mir das so vor, du liegst da im strömenden Regen, du bist ja total desorientiert, du weißt gar nichts, was passiert ist. Was hast du dann gemacht? Also wie ging es da weiter für dich? Ja, ich weiß noch, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe gebetet, Herr Jesus, du musst mich hier abholen, alleine komme ich hier nicht weg. Mhm. Und was ich dann im Einzelnen gedacht habe, weiß ich nicht. So ein bisschen habe ich gedacht, ich merkte dann, den rechten Arm kann ich bewegen, den Kopf drehen. Den Rest von meinem Körper habe ich nicht gespürt. Also ich hatte keine Schmerzen, ich konnte nichts bewegen. Und ich habe aber irgendwann, ich hatte meine Arbeitshose an, also ich war morgens zur Baustelle gefahren, ich bin ja Bauhandwerker. Wenn ich vielleicht ein bisschen ausholen, kurz sagen darf, am Vorabend hatten wir einen Gebetsabend bei uns zu Hause gehabt, wo auch mein bester Freund dabei war und wie das dann so ist. Wir hatten uns über eine Bibelstelle gestritten. Über die Auslegung und da hatte ich am nächsten Morgen, wie ich zur Baustelle gefahren bin, eine CD reingeschoben mit einer Predigt über Vergebung. Und dann wusste ich ganz genau, diese CD, diese Predigt ist für mich, muss mich mit meinem Freund wieder versöhnen, hat meinen Freund angerufen. Hast du mittags in der Pause kurz Zeit? Wollte mich entschuldigen, lass uns doch kurz beten zusammen. Dann sagte er, ja, wir könnten einen Spaziergang machen, sprechen wir darüber. Und auf diesem Weg waren wir da. So, und das war so der Anlass. Aber in dem Moment, wo ich da wach war auf dem Feld, habe ich an meinen Freund überhaupt nicht mehr gedacht. Das war alles wie weg. Aber ich habe dann ja irgendwann gemerkt, ach, ich habe ja meine Arbeitshose an. Packe so in den Brustbeutel, ich hatte eine Latzhose an und merke, mein Handy, so ein altes Handy, wie man das früher so hatte, war da drin. Ich habe das rausgezogen und es funktionierte auch noch. Ich habe dann erst die Auskunft angerufen. Und da sagte man mir, könnte das sein, dass das noch funktioniert? Weil wenn man, also was ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, war, wie ich selber aussehe. Also ich war, muss ich ja so vorstellen, das habe ich aus dem Krankenhaus gemerkt. Ich war quasi von der Schulter bis zum Knie, war wie wenn einer mit dem Messer hier eingeschnitten hätte. Und alles, was darüber lag, war vollständig verbrannt, ohne Haut. Und alles, was hier rüber war, war ganz intakt. Mhm. Ja, ich konnte das aber nicht spüren, weil die Nerven nicht funktionierten. Und ich konnte es auch nicht sehen, weil ich gelähmt war. Ich konnte auch meinen Freund nicht sehen, aber diese Linie läuft genau durch den Brustbeutel durch. Und das Handy lag auf der Seite, wo eben nicht verbrannt war. Und auch das habe ich erst später erfahren, als die Feuerwehr, die die Unfallstelle gereinigt hatte, diese Kleidungssachen von mir nach Hause brachten und meiner Frau erklärten, was das war. Ich hatte ein neues Testament im Brustbeutel auf dem Handy liegen. Das war auch halb angeflammt. Und unter dem Neuen Testament war das Handy. Und dann habe ich angerufen. Also nachdem erst die Auskunft, die sagt mir, sie sind ein bisschen verwirrt, sie müssen 112 wählen, habe ich 112 gewählt.
Da habe ich auch sehr verwirrt gesprochen. Aber der Mensch am anderen Ende der Leitung, der erkannte meine Stimme und sagte, Hesse, sind Sie's? Ich dachte, wer sind Sie denn? Ja, Grobbel, Sie haben mir doch das Haus verputzt. Was ist denn los? Was kann ich für Sie tun? Ich sage, ja, ich liege auf dem Feld, bin gelähmt. Es ist im Ström am Regnen. Ich komme hier nicht weg. Ich müsste mal abgeholt werden. Und dann hat dieser Mann so nach und nach mit mir im Gespräch gearbeitet, was wohl passiert sein könnte. Und hatte mir gesagt, das war gerade in Attendorn-Ennis, da wo ich lebe, ein sehr starkes, kurzes Gewitter, nur 3 Blitzschläge, 3 Donner. Mehrere Firmen haben angerufen, Notruf getätigt, dass komplett der Strom ausgefallen ist, ob ich vielleicht vom Blitz getroffen worden bin oder im Gewitter wäre. Da habe ich gesagt, ich kann mich an kein Gewitter erinnern, ich weiß nichts von einem Blitz. Und dann habe ich so geantwortet, wir waren hier auf dem Feld. Und dann hat er nachgefragt, ja, wer ist denn wir? Und dann kamen meine Gedanken so ein bisschen wieder, ach so, oh ja, ich war ja mit Daniel auf dem Feld. Und wo ist denn der Daniel? Da habe ich dann gesagt, keine Ahnung, ich sehe hier keinen. Ja, ruf doch mal. Und dann habe ich gerufen, Daniel, Daniel. Da antwortete aber keiner. Und wie ich so den Hörer hier am Ohr habe, das Telefon, da sehe ich so ein bisschen T-Shirt hier unter meinen Achseln. Und da habe ich gesagt, ich glaube, ich liege auf ihm drauf. Und da hat er mich gefragt, ja, bewegt sich da was? Ich sage, nein, da bewegt sich nichts, keine Ahnung. Und dann hat er mit mir im Telefongespräch so nach und nach noch rausgearbeitet, wo ich wohl bin. Auch da brauchte ich einfach Hilfe. Ich war einfach noch verwirrt. Ja, meine Gedanken waren nicht frei. Ich wusste genau, wo ich bin, aber ich konnte es nicht in Worte fassen. Und anhand der Fabriken, die so weitläufig um das Feld sind, konnte ich ihm beschreiben, da ist die Fabrik, da ist die Fabrik. Da hat er sich so ein Raster gezeichnet und sagte, ich weiß jetzt ungefähr, wo Sie liegen, wir kommen. So waren die ersten Momente da auf dem Feld. Wie war das denn für dich, so diesen Moment, du liegst auf deinem Freund? Also konntest du das überhaupt irgendwie richtig realisieren in dem Moment? Was Nein, da habe ich eigentlich noch gar nichts realisiert. Da habe ich auch noch an nichts gedacht. Dass die Ärzte dann kamen, die Notarztwagen, also es kamen dann nach einer Dreiviertelstunde circa 2 Notarztwagen plus das Auto, wo der Notarzt drin sitzt, so im strömenden Regen auf das Feld, auf diese Wiese gefahren. So 7-8 Meter Entfernung und stiegen dann aus. Und ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass es so lange gedauert hat. In meinen Erinnerungen kamen die sofort. Vielleicht war ich auch noch mal ohnmächtig, ich weiß das nicht. Und der Arzt sagte sehr schnell, nachdem er ausgestiegen ist, wir brauchen nur eine Trage. Da habe ich dann realisiert, mein Freund ist verstorben. Das war der erste Schock da auf dem Feld. Also das ist so unfassbar, der Moment. Ja. Wo man weiß, ich bin hier in einer Situation, mein bester Freund, ein junger Mann, 25 Jahre, ist gerade mit dir hier verstorben. Es war mir ja noch nicht klar, wie ist das im Gewitter, was ist passiert. Und dann wurde ich quasi eingeladen in einen Notarztwagen. Der andere war schon wieder weggefahren, weil ja nur eine Trage gebraucht wurde. Dieser Notarztwagen fuhr sich aber dann fest auf dem Feld durch den Regen. Es war so ein Matsch inzwischen dort, sodass der andere Notarztwagen wieder kommen musste. Ich wurde umgeladen. Und wie ich da umgeladen wurde, erkannte ich, dass 2 Polizisten, die dann auch irgendwie auf dem Feld waren, dass die zu ihrem Auto wieder gingen. Es war dann auch ein Polizeiwagen da, weil wenn jemand stirbt, dann muss die Kripo kommen. Könnte ja auch sein, da ist ein Mordfall oder sonst was passiert. Ich sah die Polizisten zum Auto laufen. Das war dann der noch größere Schockmoment für mich, weil da habe ich so gedacht, jetzt gehen die zum Auto, die fahren jetzt zum Elternhaus von Daniel und bringen Vater und Mutter die Nachricht, euer Sohn ist gerade auf dem Feld verstorben. Das war so mit der schlimmste Moment in der Situation. Du bist ja dann ins Krankenhaus gekommen direkt. Wie ging es da dann weiter im Krankenhaus? Also in dem Notarztwagen wurden schon sehr viele Infusionen an mich angeschlossen. Also bis dahin muss ich ja sagen, ich war immer noch gelähmt. Ich habe da keine Schmerzen verspürt, ich habe meinen Körper nicht gespürt und deswegen habe ich im Notarztwagen auch einen der Sanitäter gefragt, bin ich jetzt gelähmt, ist das wie wenn man einen Föhn in eine Badewanne wirft oder so. Der meinte dann, wenn die Nerven wiederkommen, dann kommen sie heute wieder, all die Nerven, die so nach 24 Stunden nicht wieder arbeiten, kommen vermutlich nicht wieder, aber wir warten es einfach mal ab. Und wie ich dann ins Krankenhaus reingeschoben wurde, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, das hatte später dann eine türkische Krankenschwester, die ein Jahr später meine Tochter kennengelernt hatte, hat sie gesagt, ach, der Hesse, Hesse, bist du die Tochter von dem Mann, der vom Blitz getroffen wurde? Und die hatte dann meiner Tochter erzählt, dass von allen Stationen die Chefärzte in dem OP-Saal versammelt waren, weil man wusste ja jetzt nicht, 2 Männer am Feld, bestimmte Herzschwierigkeit,
alle möglichen Gefäße zerstört durch den Blitz. Und es waren alle Chefärzte da, außer der Frauenarzt von der Frauenklinik natürlich nicht. Wie ich da reingeschoben wurde in diesen OP-Saal, habe ich gesagt, ist der Dr. Strasser da? Das ist der Chefarzt der Frauenklinik. Und da weiß ich noch, hat ein Arzt gesagt, Herr, Sie brauchen jetzt alle möglichen Ärzte, aber den brauchen wir nicht. Und ich habe gedacht, doch, den brauchen wir, der ist Ältester hier in der Brüdergemeinde, der könnte mal eben beten kommen. Für mich war es einfach ein Halt. Ich wusste, jetzt ist einer da, ein Arzt, ein Fachmann, der mich dort festhalten kann, ja, der mir Beistand gibt. Also es war der Reflex eher. Dass der dann noch da gebetet hat, ist die andere Sache. Natürlich wird das gut. Aber ich habe mir in dem Moment einfach jemanden gewünscht, der an meiner Seite ist. Und dieser Chefarzt dieser Frauenklinik kam dann auch in den nächsten Tagen und Wochen täglich 3-4 Mal zu mir. Und das hat mir einfach gut getan. Du hast mit anderen Autoren zusammen ein Buch geschrieben. Das heißt, vom Blitz getroffen, 2 Männer im Gewitter, eine wahre Geschichte über Leben und Tod. Und da schreibst du, dass sich durch diesen Blitzschlag dann alles verändert hat in deinem Leben. Was waren denn ganz konkret so körperliche und psychische Auswirkungen, die der Blitzschlag hatte? Ja, ich würde mal erst mal sagen, zunächst bin ich ein typischer Mann, so im Krankenhaus liegend. Die eine Sache war, der erste schlimme Moment war die Begegnung mit der Mutter von meinem Freund. Die kam Gott sei Dank am ersten Tag, die Petra Roberg, die ihren Sohn verloren hat. Die kam am gleichen Tag noch mit einem Bruder von Daniel zu mir ins Krankenhaus, in die Intensivabteilung und hat mich von jeder Schuld freigesprochen. Das war sehr, sehr wichtig für mich, weil in mir kamen Schuldgefühle auf. Und so wie wir das bei dir gerade erlebt haben, die Leute, die deine Not mindern wollten, ach, wird schon wieder, muss dies machen, das machen. So gibt es dann Leute, die wollen einem Not nehmen, indem sie die Not nicht anerkennen. Ja, da hat ja Gott gehandelt auf dem Feld und du bist nicht schuldig. Von der Mutter war es mir wichtig, dass sie mir keine Schuld macht. Aber auch da habe ich erlebt, wenn man Schuldgefühle hat, hilft es nicht, dass Leute dagegen drücken, du hast keine Schuld, sondern mir tat es gut, Leute, die meine Schuld anerkannt haben. Zum Beispiel in der Klinik Wittgenstein, ist keine christliche Klinik, aber dort tat mir gut, dort durfte ich meine Schuld mit Menschen besprechen, die nicht wegdrückten, sondern akzeptiert haben, wir können verstehen, dass du auch Schuldgefühle hast mit deiner Not. Ja? Auch wenn du unmittelbar dem Blitz nicht kommen sahst, wenn dir nicht, es brummte ganz leicht über Schmallenberg, ganz weit weg, kann mich nicht erinnern, dass das Gewitter unmittelbar vor uns stand. Oder, sonst hätte man sich ja wegbegeben da. Ja? Aber es tat einfach gut, dass man Schuld haben durfte. Man durfte die auch aussprechen. Und das war gut. Mhm. Die anderen Auswirkungen in meinem Leben waren natürlich die, sobald ich heraus bin aus dem Krankenhaus, ich habe ja 10 Beschäftigte, ich habe 2 Lehrlinge, ich muss wieder an die Baustelle, das Leben geht weiter, Aufträge abwickeln, ich muss mit dem Kunden telefonieren. Ich habe quasi noch in der Intensivstation meine Firma gemanagt, vom Bett aus. Und als ich dann aus dem Krankenhaus rauskam, nach 3-4 Wochen, bin ich direkt zur Baustelle. Dass ich aber außer den äußerlichen Brandschäden auch innerlich so starke Verletzungen hatte und auch, dass meine Psyche sich total verändert hatte. Also Angstzustände, Burnout-Erscheinungen, das hat meine Frau sofort gemerkt. Aber so als Mann denkt man, jetzt geht das Leben normal wieder so weiter, ich bin ja stark, das wird schon wieder und das klappt alles. Meine Frau hat irgendwann gesagt, merkst du eigentlich nicht, dass es nicht mehr geht? Deine Knie knacken laut, da stimmt was nicht. Und wie du psychisch drauf bist, wie du nachts bist, ich sehe dich schlafen, du bist nicht mehr der gleiche Mann, du bist ein anderer Mensch. Und dann habe ich mich in psychologische Behandlung begeben und auch in orthopädische Behandlung. Und da hat man mir sehr schnell gesagt, wenn Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben, beantragen Sie die, Sie können den Beruf nicht mehr machen, sehen Sie mal zu, dass Sie Ihre Firma verkaufen. Und dann habe ich begonnen, Mitarbeiter von mir abzugeben an andere Firmen. Und das, was am Ende noch übrig war, habe ich dann bis 2016 nach und nach verkauft. Wie war das für dich, so dieses Geschäft, das du selbst aufgebaut hattest, abzugeben, den Beruf nicht mehr ausüben zu können? Ja, im ersten Moment fragt man sich ja, wie wird es wirtschaftlich weitergehen? Wie lebe ich finanziell weiter? Meine Frau hat die war bisher Hausfrau und Mutter gewesen. Die hatte Erzieherin gelernt. Die hat sofort sich eine Stelle gesucht, angefangen zu arbeiten. Bin ich ja sehr dankbar für. Aber so nach und nach konnte ich mich sehr gut damit anfreunden, die Firma zu verkaufen. Wenn man so eine Entscheidung trifft, sieht man ja nicht alle Konsequenzen, die da dranhängen. Also ich konnte das jetzt sehr gut, die Firma verkaufen, abgeben. Es hat noch 2 Jahre auch gedauert, bis die Berufsunfähigkeitsversicherung akzeptiert hat, dass ich berufsunfähig bin. Gutachten auf Gutachten folgt. So eine Versicherung will ja nicht gerne bis ins Rentenalter für mich so viel Geld bezahlen jeden Monat. Aber die Gutachten besagten halt, ich bin berufsunfähig. Was ich nicht bedacht hatte beim Verkauf ist, wie das auf mich wirkt. Mhm.
Ich darf vielleicht ein ganz kurzes Erlebnis schildern. Ich hatte ja den letzten Rest meiner Firma, den Namen der Firma und für 2 Jahre Aufträge an einen Käufer verkauft und half dem nun in die Spur zu kommen. Und wir waren bei der Stadt Attendorn, die Schulen betreibt, bei dem örtlichen Bauleiter und guckte uns eine Schule an, die während der Ferien saniert werden sollte. Und der Bauleiter der Stadt begrüßte meinen Nachfolger und sagt, schön, dass Sie kennenlernen, schön, ich zeige Ihnen jetzt mal, was zu tun ist. Hesse, wir brauchen Sie nicht mehr. Tschüss, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Also der gab mir gleich zu verstehen, Sie sind hier fehl am Platz. Und das war für mich im Moment ein Schock, aber ein Schock, der hinterher sehr wohlwollend für mich kam. Weil ich habe gemerkt, ich habe einfach die Worte dieses Bauleiters von Gott mir sagen lassen. Jesus selber sagte eigentlich, deine Zeit in dieser Firma ist abgelaufen, lass die Firma los. Die können ohne dich, du kannst dich Neuem zuwenden. Mhm. Ja, und es war so eine Identitätsfrage für mich dann. Wer bin ich jetzt eigentlich vor Gott? Vorher war ich, wie es gibt so eine Werbung, hat mein Haus, meine Yacht, mein Auto. Und das war alles weg. Mhm. Und ich musste ganz neu Jesus wieder fragen, wer bin ich in deinen Augen, wer bin ich für mich? Natürlich war ich immer noch Familienvater. Ich bin Ehemann und all diese Dinge. Ich bin Christ in einer Gemeinde. Aber so aus weltlicher Sicht, was man so ist als Mann, womit man seine Identität sich bildet, merkte ich, das ist nur Schall und Rauch, das kann Gott einem jederzeit nehmen. Rückwirkend würde ich sagen, war das Ganze für mich eine sehr heilsame Zeit, dass die Firma weg ist, dass ich mich mit Identitätsfragen nochmal neu beschäftigen konnte. Wie würdest du sagen, hat sich dein Glaube an Gott nach diesem Blitzschlag jetzt verändert, auch was so dieses Identitätsdenken angeht? Ne? Wie denkst du heute anders über dich? Wie glaubst du anders? Ja, ob das jetzt allein an dem Blitzschlag liegt, weiß ich nicht. Aber an dem, was dadurch und danach kam, würde ich sagen, ich kann zu Gott kommen immer so, wie ich bin. Ich muss Gott nichts vormachen, ich muss nichts beweisen, ich muss nicht besonders gut sein. Zu Gott kann man in jeder Lage kommen. Und loslassen habe ich gelernt. Ich kann immer sehr viel loslassen, kann sagen, Herr Jesus, mach du das, hilf du mir. Öffne du mir Türen, schließe du mir Türen und ich kann mich mehr auf Gott einlassen. Natürlich habe auch ich die Fragen, so wie du es geschildert hast. Ich kriege keine Antworten auf die Warums. Aber das habe ich auch in einem Gebetskreis hier in Dillenburg, wo ich arbeite, lernen dürfen, dass die Frage nach dem Warum wenig zielführend ist, sondern dass die Frage nach dem Wieso, also warum ist so rückwärts gerichtet? Mhm. Warum ist das passiert? Viel sinnvoller ist es, nach vorne zu schauen. Wofür ist das getan? Krasse Geschichte, Dieter. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke. Danke dir. Wir kommen zu Nathalie Schröder. Und dieses Thema Identität wert, wo wir jetzt schon sehr viel auch mit dir drüber gesprochen haben, das finden wir jetzt hier bei dir wieder. Nathalie, du hast auch ein Buch geschrieben, Die Zacken einer Krone, wie ich als Straßenkind aus Kasachstan meinen Wert bei Gott fand. Auch da steckt dieses Thema wieder drin. Wir gehen nachher auch noch so ein bisschen ausführlicher drauf ein. Jetzt gehen wir aber erstmal nochmal zu den Anfang deiner Geschichte, zum Anfang zurück. Du bist Anfang der 90er in Kasachstan aufgewachsen. Wie sah denn dein Tag aus, als du 6 Jahre alt warst? Gib's doch da mal mit rein. Ja, also es war so, dass meine Eltern hatten schon untereinander instabile Beziehungen und meine Mutter war bereits mit dem dritten Mann zusammen. Also ich hatte auch ältere Halbgeschwister gehabt. Und ich kann mich nur so daran erinnern, dass die Umstände waren so, dass wir einfach, alles wurde verkauft nach und nach in unserem Haus. Also der Schrank, der Stuhl. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich reinkam und Mama saß so am Tisch und hat das Geld gezählt. Und wieder wurde etwas aus dem Haus, aus der Wohnung verkauft. Und zu der Zeit war das so, dass so viele Leute bei uns im Haus immer wieder waren. Es wurde viel Alkohol getrunken und es war so eine Unruhe. So, ich meine, wenn Erwachsene so stark alkoholisiert sind, dann ist das einfach heftig. Ne? Du als Kleinkind, du bist total unsicher, niemand kümmert sich um dich. Und ja, es war einfach so, dass wir dann irgendwann auch betteln gegangen sind, dass wir an die Haustüren geklopft haben und einfach gefragt haben, habt ihr was zu essen? Und sind dann zum Teil auf Mülldeponien gegangen, in Mülltonnen nach Essen gesucht. Ich kann mich erinnern, dass wir auf Mülldeponien zum Beispiel Zahnpastareste gesucht haben. Und das war so unsere Süßigkeit. Ne? Wir haben uns dann dahingesetzt und jeder hat da so angefangen, die Zahnpastatuben, so die Reste auszulutschen.
Und ja, das war einfach krass so, dass man als Kind niemanden hatte, dem man wichtig war. Also wir waren einfach auf uns gestellt. Viele Straßenkinder haben sich einfach zusammengetan und wir waren dann so die Straßenbande so und waren viel unterwegs. Ja. Ja. Deine Eltern waren, hast du schon gesagt, ne, haben einfach sehr, sehr viel getrunken, waren arbeitslos. Ja. Und du sagtest, die Möbel wurden nach und nach verkauft, wahrscheinlich dann auch, um noch mehr Alkohol kaufen zu können. Ja. Also da gab es einfach dann auch irgendwann nichts mehr bei euch zu Hause. Genau, es war, Möbeln, oder genau. Wie? Also ich kann mich jetzt zum Beispiel auch erinnern, wenn wir jetzt immer wieder Weihnachten feiern, dann ist das so total schön, weil ich jetzt einfach in meinem Zuhause für Weihnachten dekorieren kann. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, wie ich so einen Tannenzweig so draußen gefunden habe und den so mitten in ein leeres Zimmer reingestellt habe, ne? Also ich wollte so als Kind irgendwie, es war auch immer spannend, wenn ich an anderen Wohnungen vorbeigegangen bin, wo Licht gebrannt hat. Das war ja bei uns auch nicht mehr. Wir haben ja kein Licht mehr gehabt, kein fließendes Wasser. Und das war einfach so schön. Ich bin da manchmal vor diesen Fenstern stehen geblieben und habe da so reingeguckt und habe mir das einfach so sehr auch als Kind gewünscht, diese Gemütlichkeit, dieses ja, Beisammensein zu haben. Und das hatte ich halt nicht. Krass. Ja. Ja, es ist echt krass, das so zu hören. Kaum vorstellbar, wie du da als sechsjähriges Kind da irgendwie auf dem Müll nach Essen suchen musst. Also Erwachsene waren für dich in dieser Zeit keine echten Bezugspersonen. Es hat dir keiner irgendwie Liebe oder Wärme gegeben. Gab es denn trotzdem irgendjemanden, an den du dich mal wenden konntest, wenn es zu Hause wieder eskaliert ist? Oder ja, gab es da irgendjemanden? Ja. Ja, also bei uns im Dorf, das Dorf, wo ich gewohnt habe, hieß Juzhne. Und das haben die Leute so im Volksmund wurde gesagt, Juzhne nikomu ne nuzhne. Das bedeutet, dieses Dorf braucht niemand. So. Da wohnen so die, ne, so. Und da gab es eine Gruppe, die haben immer wieder für uns Kinder Geschichten vorbereitet. Die haben uns warme Milch einfach mal hingestellt oder warmes Brot. Und da wusste ich, da ist etwas, was mich immer wieder dahin gezogen hat. So. Und es hat sich herausgestellt, dass es Christen waren. Dort habe ich zum ersten Mal den Namen Jesus gehört. Dort habe ich zum ersten Mal so diese biblischen Geschichten gehört. Und es war einfach so schön, wenn zu Hause wirklich auch im tiefsten Winter, ich kann mich erinnern, wie ich im tiefsten Winter, wo es wieder nur Alkoholprobleme, nur Streit gab. Die Erwachsenen haben sich untereinander oft auch geschlagen und irgendwie, es war einfach alles so schlimm. Dann bin ich einfach rausgelaufen und einfach barfuß im Schnee zu diesem Haus. So, weil ich wusste, da bekomme ich Hilfe. Ja. Mit 8 bist du ja dann in ein Kinderheim gekommen schon. Wie kam das? Genau, also als meine Mama gestorben ist, sie hatte Brustkrebs gehabt und es gab niemanden, der sich um sie kümmert. Wir hatten noch nicht mal ein Bett, noch nicht mal irgendwie eine Küche oder irgendwas. Und ich weiß noch, dass ich oft einfach Dinge, die ich gebettelt habe, habe ich mit nach Hause gebracht. Und diese Gruppe, diese Gruppe von Gläubigen hat sich auch zwischendurch dann um meine Mama gekümmert. Und sie war irgendwann so weit, dass sie nicht mehr aufstehen konnte. Ihre Beine, ihre Füße fingen an zu faulen und niemand war da, der sie irgendwie gepflegt hat. Und ich war ja auch noch ein Kind und die kamen dann immer wieder und haben so ein bisschen mitgeguckt. Und im Nachhinein, wo ich dann jetzt auch als Erwachsene wieder in Kasachstan war und mit denen ins Gespräch gekommen bin, haben die mir halt auch so ein bisschen was erzählt und auch gesagt so, wir haben euch dann wenigstens ein Bett gebracht, damit deine Mama nicht auf dem Boden schlafen oder liegen muss. Und diese Christen, die haben mich dann in ein christliches Kinderheim gebracht, als meine Mama dann gestorben ist. Und ja, dort durfte ich dann bleiben für 3 Jahre. Wie hast du das da jetzt erlebt? Auch so im Kontrast, ne? Du warst vorher auf dich alleine gestellt, ganz viel auf der Straße und jetzt bist du in diesem Kinderheim. Wie war das? Ja, es war so ein schönes Kinderheim. Ja, das war allein die Einfahrt und wie ich da reingekommen bin. Mir wurden frische Sachen hingelegt und es gab feste Mahlzeiten. Es gab Erzieher, die sich um mich gekümmert haben. Ich kam in ein Zimmer mit anderen Kindern, wir hatten Spielsachen, wir hatten Programm. Es war plötzlich so, dass jemand die ganze Zeit so auf dich geachtet hat, dich wertgeschätzt hat.
Und am Anfang war das alles so, wow, ich war so mega so, boah, ne, so wie im Himmel so. Aber so Wochen, Monate später habe ich gemerkt, boah, krass, das ist ja voll die Freiheits, so Freiheitsentzug, ne? Vorher konnte ich machen, was ich wollte. Ich war auf mich alleine gestellt und plötzlich gibt es Regeln, plötzlich gibt es Strukturen und das war nicht einfach. Und ich bin da wirklich auch nicht einfach zu erziehen gewesen. Ich habe auch ein paar Mal versucht wegzulaufen und ja, bin dann meistens nicht weit gekommen. Aber es hat was, also es war krass, dass plötzlich jemand für dich da war. So. Mhm. Ja. Du bist ja dann später nach Deutschland adoptiert worden. Ich hatte es ganz am Anfang schon mal gesagt. Wie kam es denn dazu, dass du nach Deutschland gekommen bist? Wir hatten im Kinderheim immer wieder Gäste aus Amerika, aus Deutschland. Also und dieses Kinderheim, das wurde auch so von russlandsdeutschen Christen aufgebaut. Und dementsprechend wurde das auch von Deutschland und Amerika unterstützt. Und wir hatten wirklich jeden Monat irgendwelche Gäste aus dem Ausland. Und das war natürlich das Highlight. So, die haben uns die Megaspielsachen mitgebracht, Süßigkeiten aus Deutschland. Und durch diese vielen Besuche war es so, dass ein Ehepaar dann uns auch dort besucht hat. Und ja, die haben so mit uns Ausflüge gemacht und haben uns irgendwie, waren total nett. Und ich durfte halt immer wieder so mit zu diesen Ausflügen. Und ich wusste gar nicht, was da so im Hintergrund vor sich ging. Ja, und als die dann wieder weg waren, kam dann so die Nachricht von der Kinderheimleitung so, hier kannst du dich noch an das und das Pärchen erinnern, dieses Ehepaar, die wünschen sich noch Kinder und die würden gerne dich und noch einen Jungen hier aus dem Kinderheim adoptieren. Ja, und das war krass. Also das war einfach krass, weil es gab's vorher noch nicht. Deutschland war für uns immer das Schlaraffenland, dort gibt es alles, dort sind gefühlt die Straßen aus Gold. So, und plötzlich sagt mir jemand, du darfst mit nach Deutschland, so, du darfst eine Mama und Papa bekommen. Und das war auch so ein Punkt, wo in diesem Kinderheimsystem, du bist als Kind dort, aber die Erzieher, die kommen und gehen. Die haben so ihre Schichten und dann sind sie wieder weg. Ne? Und ich weiß noch, wie ich einmal so auf der Treppe stand und einfach so mir so sehr gewünscht habe, ich möchte auch gerne eine Mama und Papa haben. Und plötzlich war es so greifbar, dass jemand gesagt hat, es gibt ein Ehepaar und die möchten dich adoptieren. Dann war es ja tatsächlich so weit, du bist nach Deutschland gekommen. War das dann alles so perfekt, wie du dir das ausgemalt hast? Du hast Schlaraffenland gesagt, also ist alles in deiner Vorstellung sich so angefühlt hat. Wie war das denn dann letztendlich, als du nach Deutschland gekommen bist? Ja, wir haben jeder von uns, also der Junge und ich, wir haben jeder ein einzelnes Zimmer bekommen. Meine Eltern, also Adoptiveltern, hatten schon so zwei eigene Kinder. Und für uns wurden die Zimmer hergerichtet. Es war wirklich so als wären wir schon immer da gewesen. Ich habe die Kleiderschränke aufgemacht, Kleidung war drin, alles frisch gewaschen. Und es war noch mal krasser einfach, weil du plötzlich in diesem Familiensystem bist. Du sitzt plötzlich nicht mit 50 anderen Kindern am Tisch, sondern du bist so eine kleine Familie. Und ja, es war im ersten Moment natürlich das, was ich mir schon immer gewünscht habe, das, wonach mein Herz schon immer sich gesehnt hat, so jemanden zu haben, zu dem ich Mama und Papa sagen kann. Und gleichzeitig war es trotzdem schwer. Es war schwer, plötzlich 24 Stunden mal 7, jemand passt auf dich auf, jemand ist irgendwie da. Und ich hab wirklich gekämpft. Ich habe oft gesagt, ich will wieder zurück, ich will hier nicht bleiben. Dann mussten wir die deutsche Sprache lernen. Meine Eltern waren da so auch hinterher, dass sie gesagt haben, es ist wichtig, dass ihr Deutsch lernt, es ist wichtig, dass ihr euch hier integriert. Und es war aber als Kind so, ich war ja 11 Jahre alt, so kurz vor der Pubertät, es war nicht einfach, weil ja, es einfach alles neu war, neue Sprache, neues Land, neue Menschen, neue Freundschaften, neue Sprache und das war wirklich auch in der Schule schwer. Ne? Mhm. Und es gab Momente, wo ich gesagt habe, ich will wieder zurück, tatsächlich. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Ne? Mhm. Du bist dann später ja nochmal zurück nach Kasachstan gereist, auf der Suche auch nach deinen Wurzeln, warst auch dann nochmal im Kinderheim, dass du früher gegangen bist. Was waren denn da so die einschneidendsten Momente, die du da erlebt hast?
Also das erste Mal, wo ich wieder im Kinderheim war, war es einfach krass, weil ich bin dahin und ich bin mit einer anderen Freundin dahin gefahren, eigentlich zu einem Kinderlagereinsatz, gar nicht mal so in das Kinderheim. Aber ich habe gesagt, ich möchte das Kinderheim natürlich auch sehen und die Leute treffen und so. Und diese Freundin, die mit mir damals mitgeflogen ist, sie war dort bekannt, weil sie dort 4 Jahre als Freiwillige gearbeitet hat. Und so bin ich mit ihr dahin und wir machen die Tür auf und wir werden begrüßt und so weiter und wir sind am Sprechen. Und dann sagt die eine Erzieherin so, ja, wir warten hier noch auf die Natascha, die soll heute kommen. Ne, so. Und ich stehe da so, okay, krass, also die erkennt mich noch nicht mal wieder. So. Also ja. Dein Name, das muss man vielleicht dazu sagen, genau, so hieß ich früher Natascha. Genau. Mhm. Und als sie gesagt hat, ja, wir warten auf die Natascha, so, in mir ist irgendwie so alles zusammengezogen und ich habe mich einerseits so ein bisschen wie fremd gefühlt und andererseits war das ja aber lange mein Zuhause gewesen. Dann ist aus mir so dieses rausgebrochen, so ich bin Natascha und es war ein ganz besonderer Moment. Wir sind uns in die Arme gefallen und es war echt besonders. Dann sind wir auch weitergegangen und gerade zu der Zeit waren die Kinder am Essen. Wir sind in den Esssaal rein und dann stand da auch ein Tisch, wo noch Kinder, mittlerweile Erwachsene, dran saßen und am Essen waren, die mit mir im Kinderheim waren. Und das war... Also das kanntest du noch aus genau. der damaligen Zeit. Okay. Ja, und dann habe ich halt so dahin geguckt und eigentlich hätte ich da auch mitsitzen müssen, ne? Und in mir ist alles zusammengebrochen, weil es einfach so krass war, dass ich sozusagen aus dem Schlaraffenland wieder kommen darf und wieder wegfahren kann. Und diese Kinder bleiben dort sitzen und wissen nicht, wie ihre Zukunft weiterhin aussieht. Auch wenn du im Kinderheim groß wirst, heißt das nicht, dass du eine wunderschöne Zukunft bekommst, weil du ja nur bis 18 in diesem Kinderheim bist. Und dann musst du dir dein Leben selbst aufbauen. Und das war so, wo ich auch an Gott die Frage gestellt habe, ich komme gerade nicht drauf klar mit deiner Gerechtigkeit. So, es war schwer für mich zu verstehen, weil es sich für mich so ungerecht angefühlt hat. Ich stand da, beschenkt, und diese Kinder sitzen halt immer noch da. Ne? Und das hat mit mir was gemacht, dass ich dann mich damit auseinandergesetzt habe, okay, was... Gott, was hast du mit mir vor? Warum ich? Wer bin ich? Jetzt ist es ja so, du hast ja einfach auch sehr viel Schlimmes erlebt, trotz allem. Ist das was, was dich heute noch verfolgt, wo du trotzdem noch mit zu kämpfen hast, was immer mal wieder hochkommt? Also ich muss sagen, wo ich das Buch jetzt geschrieben habe, war es schon so, dass Kapitel für Kapitel, und bei manchen Kapiteln habe ich wirklich geschluchzt, weil es einfach krass ist, dass du, was ich als Mensch erlebt habe. Aber andererseits sitze ich heute hier und ich denke mir so, ich habe das Gefühl, ich erzähle von jemand anderem, weil Gott in mir so viel Heilung gegeben hat und so viel geheilt hat. Und ja, ich durfte einfach wirklich vieles als Vergangenheit stehen lassen, auch wenn ich viele Warums habe und hatte. Aber ich darf das jetzt so stehen lassen und mich darauf ausrichten, was ist heute, was ist hier. Mhm. Und mein Vertrauen zu Gott ist einfach so stark gewachsen, so stark geworden, dass ich weiß, auch wenn es nicht immer im Leben einfach ist, auch wenn wir schlimme Dinge erlebt haben, er ruft uns raus und sagt, hey, du musst nicht in dieser Opferrolle bleiben. Du musst nicht in diesem Leid stecken bleiben. Ja, dir ist was Schlimmes passiert, es ist schlimm, aber ich möchte dir da durchhelfen. Und das erlebe ich auch heute so in meinem Alltag, wo auch nicht immer alles einfach ist, wo nicht immer alles super entspannt ist. Ne? Und ich glaube, das ist das, was wir heute alle erleben. Wer hat schon ein einfaches Leben? Aber ich durfte durch diese Vergangenheit einfach erleben, dass Heilung möglich ist. Egal, wie schwer deine Vergangenheit war und ist. Wow, das war jetzt echt ein guter Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank, dass du uns da so mit reingenommen hast in diese Geschichte.
wahnsinnig bewegend, alle drei Geschichten. Ich danke euch allen dreien ganz herzlich, dass ihr da wart. Und ich finde, ihr seid alle so richtige Hoffnungsbringer. Also ihr habt alle sehr schwere Zeiten erlebt, aber sagt, es ist ein Neuanfang möglich und aus jeder Krise kann am Ende auch was Gutes entstehen. Das nehme ich mir so total mit aus dem Gespräch mit euch. Und dafür danke ich euch ganz herzlich, ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart im Talkwerk. Nächste Woche gibt es hier wieder eine neue Ausgabe für euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Da haben wir auch wieder drei spannende Geschichten hier für euch. Bis dahin schaut euch doch gerne auch mal um in der ERF-Yes-Welt. Da gibt es noch mehr ermutigende, spannende Geschichten zu entdecken. Videos, Podcasts, schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns an dieser Stelle dann nächste Woche wiedersehen. Macht's gut und bis bald.